Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 4-3. Wir sind so erfolgreich gestartet beim letzten Mal mit Schleichen und überhaupt nicht entdeckt zu werden. Wieder mit dabei, auch der gute Chris da, wunderschön anzusehen in seiner Pose. Danke, danke, danke. Hab auch hart trainiert für diesen stählernen Körper. Ja, will ich auch meinen. Ja, ja, ja. Ja, zurück hier in 4. Blutbad. Wir sind so gut wie... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich wollte gerade einen coolen Gag bringen von wegen, wir sind so gut wie der von Splinter Cell, aber ich habe den Namen vergessen. Oh. Ich habe den Namen vom Agenten vergessen. Gott, bin ich schlecht. Euch aber auch. Was soll's? Was soll's? Die werfen hier mit Dosen oder Gläsern. Sind das Becher oder... Okay, die werfen nicht nur mit Dosen aus ihren Gefängnissen. Ich wollte gerade sagen Gehegen. Schön Gehege. Aber die verschwinden auch einfach, diese Dosen, wenn man sich die anguckt. Ist auch schön. Schön. Also da unten ist wahrscheinlich nichts weiter. Nee, da war zu. Da konnte ich gar nicht rein. Ich nehme an, wir müssen auf der Etage ja weiter, oder? Ja, weil da ist ja dieser Bereich und ich denke mal, die Tür da hinten wird auch zu sein. Also nehme ich jetzt mal an, ich weiß nicht, ob hier unten noch irgendwas ist oder war oder wie sein kann. Hey, ich werde hier als beworfen. Nee, hier unten ist nur gesperrt. Der Weg zur Cafeteria ist gesperrt. Toll, wollte ich mir gerade einen schönen Kaffee gönnen. Ich bin ganz traurig. Und hier unten? Auch gesperrt. Irgend so ein Kontrollraum-Dings mit einer Waffenkiste. Ah, da unten ist auch noch eine Waffenkiste, okay. Ja, was soll's? Ich nehme an, wir müssen hier oben weiter. Ja, würde also, ich auch sagen. Denke ich jetzt. Ja. Na gut, dann warte ich mal. Das ist so der einzige Weg gerade. Alles andere ist versperrt. Gut, dann, aber hier geht's auch nur nach unten. Ah, okay. Schließe Herausforderungen ab, um Ranglistenpunkte zu bekommen, drücke, um laufende Herausforderungen anzusehen. Okay. Alter, wenn du läufst, denkt man, hinter mir läuft, was weiß ich nicht, für ein großes Tier. Okay. Also, du hast übelste Fußstampf, also das wirklich ordentlich, als ob du Schuhe mit, was weiß ich nicht, wie schweren Stahlkappen trägst. Da kommen jetzt übrigens die Nächsten. Oh, schön. Das ist ja super schön. Oh nein, der schmeißt mit Granaten, das ist unfair. Ja, du machst das. Bin getroffen. Der wollte schon wieder meine Mutti beleidigen. Luft ist rein! Du hattest Spaß. Das sieht so geil aus, wie du rot leuchtest. Du leuchtest immer jedes Mal. Hallo. Achtung an alle Stationen. Das hochwertige Experiment ist ausgebrochen. Spuren führen in Richtung Kantine. Wir folgen, um einzugreifen. Der ruht sich aus. Immer diese Beamten hier. Hier geht irgendwas ab, was nicht so... Wer hat die Kaffeedose umgeworfen? Bei mir steht sie noch. Oh mein, was war denn das? Hast du das weglaufen sehen? Ja. Das sah aus wie einer von den Nackigen aus Outlast. Falls du es soweit schon gespielt hast, ansonsten Spoilerwarnung. Ich hab das Spiel doch damals bei dir gesehen. Ach ja, okay. Mit der naiven Einstellung, dass ich das selber nie spielen würde. Ja. Und dann habe ich das voll depp wirklich angefangen und irgendwie muss ich das ja mal fertig machen. Ja, das solltest du. Das ist wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Ja. Ich kann auch verschiedene Granaten aufnehmen. Ach, das ist eine Blendgranate, okay. Was es nicht alles gibt. Mhm. Okay, ich glaube, wir müssen hier hinten durch die Tür, denn da wurde mir angezeigt, dass man die aufmachen kann. Oh, oh. Nee. Vor allem, wie er immer lacht, wenn er Körper übernimmt, das ist so schön. Das höre ich tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, ich finde die Schussmechaniken, also die Deckungsmechaniken, ultra cool.
Weil man kann sich ja auch richtig schön um die Ecken lehnen und an jeder Deckung irgendwie ja. in Deckung gehen. Das ist ganz bei den Kisten vorhin unten, da war dann auch so, dass ich quasi von der einen Kiste zur anderen hätte springen können. Ja, das war wirklich, das ist wirklich cool gemacht. Ja, finde ich auch. Es spielt sich auch schön schnell und direkt, finde ich gut. Finde ich wirklich gut bislang. Macht mir Spaß. Warte auf andere Spieler. Oh! Easy. Wie gemein. Bei mir stand Ös gesperrt. Kaum drehe ich mich um, werde ich angeschossen hier. Na, die haben es auf dich abgesehen. Du leuchtest halt so rot. Ich hatte gar keine Chance, in Deckung zu gehen. Einfach schießen. Ja, Dito. Oh, so kann ich das auch aufmachen. Das ist ja cool. Hier ist auf jeden Fall eine Waffenkiste. Links. Ja. Ich krieg ja gerade Kugeln um die Ohren geschmissen. Ja, es ist in Ordnung. Übernehme Position. Ja, ich halte dir den Rücken frei, kein Problem. Ach da. Oh, Granate. Oh. Das war knapp. Jetzt mach doch Körper benehmen, du kleine Sau. Ich wollte mal Nahkampf ausprobieren. Auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht drauf gehen könnte. Halte den Rücken frei. Oh. Nein, ey, jedes Mal beschimpft ihr meine Mutti. Mein dickes Ziel gesichtet. Ey. Oh, du machst das, ja. Ich sammle ein paar Seen für uns. Ja, ist in Ordnung. So, hier, ja. Hinter dem Tisch? Nein, ich stehe hinter keinem Tisch. Ich stehe in einer Kiste. Also ich stehe, glaube ich, hinter einem Tisch. Keine Ahnung. Granate! Oh. Siehst du die Scheiße? Aber ich glaube, du hältst mehr aus als ich. Kann das sein? Ich habe einfach nicht mehr Glück. Ich bin gefühlt nach zwei Schüssen immer komplett tot. Oh, ich habe immer Angst, wenn meine Energie verbraucht ist, dass ich irgendwie drauf gehe. Aber anscheinend überlebe ich es und verlasse einfach nur so den Körper. Da bin ich ja beruhigt. Alter. Ich sehe nur noch rot. Wo sind sie denn? Da! Scheiße! Schön. Ja, so geht's auch. War auch mal eine Sache. Brauchst du Eier oder liegen Eier? Oh, nee. Ich hab erst kürzlich welche. Geholt. Farm Fresh Eggs. Vor allem, warum ist immer noch die Musik? Als wäre irgendwo noch... Irgendwer am Leben. Das ist immer irritierend. Wer hat sich hier versteckt? Hier hinten ist auch noch mal eine Waffenkiste. Mit Alter, Granaten. Hier wird man ja mit Waffen zugeschissen. Das stimmt. Vor allem, weil ja auch die einzelnen Leute dann eben ihre Waffen fallen lassen. Ja. Ich habe vor allem auch so viele Waffen, also so viel Munition etc. Gut, vielleicht wird der. Oh, Alter! Ah, du machst das. Oh, Freunde der Nacht. Okay, das geht's auch. Gut. Na, das läuft doch. Munition, heben. Ja. Notfallabriegelung wurde aktiviert. Wieso Notfallabriegelung? Und warum wird die aktiviert, solange wir drin sind? Das ist nicht gut. Weil wieso können die hier durchschießen und wir nicht? Ja, also ich treffe gefühlt nur das Gitter. Ah, sind die wieder nett. Die Schrotflinte ist echt nicht so geil, muss ich mal sagen. Oh. Lade nach! Bei der Tür ist niemand, außer mein Bruder, den ihr nicht seht. Ich bin aufgestiegen. Wie, du bist aufgestiegen? Ich bin im Rang aufgestiegen. Ich bin aufgestiegen auf Rang 2. Ich will auch Rang aufsteigen. Es gibt Ränge. Hinter dem Pfeiler!
So, Freunde, ich komme. Putzdienst ist am Start. Die Alma hat mich geschickt, ich soll hier aufräumen kommen. Beziehungsweise wir. Putzteam ist am Start. Achso, hier kam er her. Delta 3-2, habe Sichtkontakt zum Ziel verloren. Verfolge in Richtung Zellenblock Charlie. Okay. Dann verfolge mal Charlie. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich auch für. Warum flackert denn das Licht hier so? Ja, das habe ich mich auch gefragt und hier fließt schon wieder das Blut in verkehrter Richtung hoch. Nett. Hey, Waffen! Gab's so lange nicht mehr. Oh, geil! Sind das neue? Nee, das ist die Schrotflinte. Die nicht aber so geil ist, muss ich sagen. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Der Typ? Ja, nicht ein Typ, den man seine Seele eigentlich nehmen könnte. Ja, kann man auch. Geht das? Was ist das hier in der Ecke? So, dann teile ich das mal. Was war denn das? Sammle Alma-Puppen, um Erfolge zu erzielen. Na freilich, jetzt kann ich auch noch Puppen sammeln. Besser also hochgekommen. Sprinten, Nahkampf von meinen Seitenkink. Springen und Nahkampf von meinem Sprungtritt auszuführen. Oh. Ah. Ja, das geht wirklich. Okay, hier oben geht's weiter. Alter. Also es lohnt sich definitiv auf bei Chris reinzugucken. Er wurde schließlich nur ein paar Mal erschreckt. Leichter Stromausfall hier. Oh nee, jetzt nicht Horror! Beschuss durch leichte Waffen hat einige Gasleitungen beschädigt. Beschütz mich! Bin ich eigentlich der kleine Bruder oder du? Nee, ich glaube, du bist der Große. Also geh du vor. Nein, du bist der viel Größere. Ich bin ganz, ganz klein. Aber ich guck dir gefühlt nur auf den Hals. Ich dachte schon, du sagst auf die Nippel. Wieso komme ich auf die Idee, dass du mir auf die Nippel gucken könntest? Was stimmt mit mir nicht? Oh, irgendwas ist hier faul. Ja, ich erschreck mich schon vor sowas. Oh oh. Hallo? Hallo? Geht's Ihnen gut? Oh nein! Da ist einer vorbeigerannt am Gitter. Echt? Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte erste Hilfe leisten. Ich will da nicht rein. Ich will ja nicht. Ich will das nicht. Oh Gott. Oh, wo geht's denn hier lang? Links, rechts? Hier ist auf jeden Fall... Ja. Oh nein. Hast du das gehört? Ich höre es immer noch. Das ist aber kein Mensch. Okay, hier geht's nicht rein. Das heißt, wir müssen... Boah, Alter, dieses fucking Rohr jedes Mal. So. Oh, Alter. Was war denn das? Also, um das abzuklären, ist es bei dir gerade auch aufgeblitzt und etwas Komisches an der Decke hochgeklettert? Ne, bei mir ist was durch die Wand gesprungen und dann einfach hier durchs Gitter verschwunden. Okay. Vielleicht ist es bei mir auch passiert, aber auf jeden Fall ist es bei mir irgendwie so aufgeblitzt. Ja, das ist urplötzlich. Ah, also wieder ein Seenband. Okay, das kriegt man ja reichlich. Das ist ja schön. Warum gehe ich gerade eigentlich vor? Ja, du machst das schon gut. Oh Gott! Alter. Ich bin so angespannt. Das ist so arschig, weißt du? Wenn du so Atmosphäre schaffst, dann kann jedes noch so kleine Piepen sich erschrecken. Wir bleiben einfach hier und verbrennen, okay? Ja, ich würde auch sagen. Ziel? Ach, ich bleib. Wir bleiben einfach hier. Oh, Alter! Oh. Oh, Freund, das ist ein schmerzhafter Tod. Das schien aber schnell zu gehen. Immerhin. So, ist ja noch irgendwo eine Alma-Puppe? Nö. Oh, Tür auf. Oh, wieder hell. Das ist schön. Das ist ja schon mal gut. Zielvorgabe, finde einen Ausgang, bevor das Gefängnis in die Luft fliegt. Ja, das ist nicht so schön. Nö. So, wieder ein paar Seen. Ach so, hier. Du kamst mir zuvor. Siehst du die Scheiße? Willst du mich auf den Arm nehmen? Siehst du die Scheiße? Nein, ich sehe die Scheiße nicht. Alter. Sehen wir auch, wie lange es dauert, bis das in die Luft fliegt, oder? Sind wir einfach überrascht? Wenn wie bei Resident Evil so ein Counter und anfängt zu laufen, dann weißt du, es ist zu spät. Ja, ich glaube auch. Oh, oh, Granate!
So, Freunde. Noch wer am Leben? Ach, da unten kommen welche. Ey, ich kann nicht durchs Gitter schießen. Wie unfair ist das denn? Die können das, ich nicht, oder was? Ja. Genau so ist das. Haltet ihn unter Beschuss. Reicht's. Rambo ist am Start. Boah, chillt doch mal hier mit den Explosionen. Ja alles. Ich glaube ja, weil das so ein bisschen kaputt geht alles. Aber es ist nur so eine vage Vermutung. Michael Bay Film ist ein Scheißdreck dagegen. Ja, das stimmt. Schaut auf das Ziel. Wow. Wir haben Befehl, unsere Position zu halten, bis die Zielperson ergriffen oder ruhig gestellt wurde. Kam aus dem Toilettenhäuschen und siegte. Ich bin im Verkehr. Ich habe mich total verirrt und bin in verkehrte Richtung gelaufen. Erstmal wieder schön zurücklaufen. Ja, und dachte mir so, hä, von hier kam ich doch. Alle, Augen nach! Guckt nach oben! Ey, wer beschießt? Wer schießt mir hier schon wieder in den Rücken? Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß es nicht. Ich suche mal nach jemanden, den ich. Ach, hier unten sind so ein paar. Oh! Das war mir ein bisschen zu nah. Dafür, dass wir uns nicht kennen hier. Wieso war so gerade ein komisches Geräusch? Ja, ich hatte um meinem Kopf herum wie so schwarze Narben, sag ich mal. Ja, ich hatte auch irgendwie so wie oh, so Gewebestruktur. Achso, ich habe keine Munition mehr, ja, dann kann das ja nichts werden hier. Oh ja, dein Arm verloren. Armer Mann. Es war Arm ab als Arm dran, mein Freund. Ja, die Unterstützung kommt zu spät, mein Freund. Ja, jetzt wieder. Oh Scheiße, ich hab Kopfschmerzen, ich brauche eine Ibu. Ah, da ist irgendwas. Okay, Papi. Allerdings. Etwas verstörend. Oh. Schön wie hier Resident Evil. Wir sammeln Punkte. Oh, ich bin der Lieblingssohn. Schön. Oh, mir ist jetzt auch durch die Videosequenz erst aufgefallen, dass ich ein Einschussloch habe am Kopf. Ja, du läufst die ganze Zeit schön mit einem Loch im Kopf rum. Ja, sieht aber wirklich gut aus. Ja. So, was habe ich denn hier? Ich weiß gar nicht, total. Was denn? Aggression, Taktik, Begabung, Taktik. Seelisch. Ich bin der Taktikkönig mit 13.000 Punkten. Ja. Begabt bin ich aber gar nicht. Also ganz katastrophal. Ich glaube, seelisch sind diese Punkte da, die von diesen Leichen, oder? Ich glaube. Aber du hast doch viel mehr genommen als ich. Ich glaube, du kriegst aber auch Punkte, wenn du Gegner übernimmst, oder? Nee. Nicht? Okay, dann habe ich keine Ahnung. Dann hast du wahrscheinlich immer gestohlen, hä? Nee. Gib's zu. Ich bin ganz artig gewesen, so als Lieblingssohn, weißt du, habe ich geteilt. Ja, ich gucke in deine Folgen rein. Dann gibt's ein fettes Dislike. So, Freunde. Vor allem, was hat denn das zu bedeuten? Bei dir steht unten Pointman und bei mir Vettel. Pointman? Ach ja, Pointman und Vettel. Was ist Vettel? Vettel klingt voll nach einer Beleidigung. Nein,
Gute Frage. Für was steht Fette? Guck jetzt doch mal und schreib so die Kommentare. Ja, auf jeden Fall sind wir aktuell alle beide Rang 3, so wie das ausschaut. Ja. Also, Sieht so aus, was auch immer dieses Alchemie-Symbol bedeutet. Aber gut, ich würde sagen, das ist ein passender Abschluss für die Folge, denn wir sind wieder bei 20 Minuten und wir haben das Kapitel quasi geschafft, von daher... Ja. Denke ich. Passt das. Passt. Passt perfekt. Okay. Wie die Vettel auf dem Point Man. Was? Oh, Himmel. Ja, dein Outro. Ja, bitte. Es wird Zeit, dass wir hier die Folge beenden. Es kommt nichts mehr Gutes bei rum. Man merkt es ja. Ach, der heißt einfach nur so. Ach, der heißt Fette. Der heißt Paxton Vettel. Und warum heiße ich Point Man? Ich weiß es nicht. Wer nennt denn seinen Sohn Point Man? Hallo, Point Man. Oh, verdammt, habe ich was verpasst bei meinem. Ja, Point Man. Point Man. Man nennt mich Man. Point Man. Möchten Sie Ihren Martini gerührt oder geschüttet? Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert? Oh, ich kann nicht mehr. Ja, Freunde, ich bin der Point Man und ich hoffe, ihr bepunktet uns. Was für eine Überleitung. Weltklasse. Und damit hat Fette jetzt die letzten Worte. Ja, also das Übliche. Erstmal vielen Dank natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaut unbedingt bei Chris vorbei und wie gehabt, Daumen hoch, Glocke nicht vergessen, etc. pp. Ich hab da irgendwas vergessen, oder? Nein, hast du an alles gedacht. Okay, gut. So schnell wie Sebastian Vettel. So, ja, jetzt. Tschüssi. Tschüssikowski, ne?